So, hallo und herzlich willkommen heute wieder zum Video zu Counter-Strike. Und wie ihr es schon seht, es gibt eine neue Case, die Prisma Case. Ich habe mich jetzt mit den Patch Notes und alles noch gar nicht befasst. Ich habe auch die Skins noch gar nicht angeschaut. Ich habe gedacht, ich muss direkt mal hier mir ein paar Keys reinkaufen und die Skins mal anschauen. Ich habe sie tatsächlich noch nicht wirklich angeschaut. Bin auch gerade erst heimgekommen. Der erste Blick, keine Ahnung, ein bisschen durchwachsen, aber... Wow, wow, okay. Wir gucken die jetzt mal von vorne bis hinten an. Wir fangen hier bei der Farmers an. Crypsis. Okay, sieht ganz nice aus, aber jetzt gut, halt nichts Besonderes. Blau Skin ganz okay. Die AK sieht tatsächlich, ja, für eine blaue AK schon relativ nice aus. Ich frage mich nur gerade, ist das jetzt Factory New Zustand? Oder ist es hier irgendwie viel testet oder so? Das würde mich mal interessieren. Könnt ihr mal reincallen, was da angezeigt wird oder ob die dann wirklich so aussieht? Genauso bei der Famas, würde mich auf jeden Fall mal interessieren. Die White Flash. Ja, gut. Jetzt würde ich mal sagen, nichts Besonderes. Okay, die Galil. Übel strange. Sieht irgendwie, hat was, aber sieht halt wieder aus wie so ein trashiger blauer Skin einfach nur. Weiß auch nicht. MP7. Jo. Auch nicht so der Hit. P250. Okay, die sieht ganz cool aus. Die gefällt mir. Ist natürlich immer Meinungssache. Wenn ich jetzt sage, sieht scheiße aus, könnt ihr genauso sagen, das sieht geil aus oder was auch immer. Der Effekt gefällt mir. Da bin ich mal gespannt, wie der Ingame rauskommt. Bin eh so ein P250-Spieler. Also der gefällt mir echt gut, der Skin, muss ich sagen. Und es ist blau, das heißt, er wird günstig werden. Der sieht aus wie... Ist ein anderer Skin. Ist ganz cool. Feier ich irgendwie. Für einen blauen Skin definitiv auf jeden Fall coole Sache. Jetzt hier. Okay, die sieht krank aus. Okay, die AWP sieht richtig fett aus. Die gefällt mir. Da haben sie mal wieder was Cooles gemacht. AWP. Es gibt einige coole AWP-Skins, keine Frage. Aber ich sag mal, für so ein lila AWP sieht die richtig nice aus. Bin mal gespannt, wie die ganzen Skins sich vom Wert her entwickeln. CSGO, so Palme, so Bambus oder was das ist. Ja, okay, heißt Bambusel. Sieht cool aus. Bin gespannt, wie es in-game aussieht. Ja, hat was. Kann man spielen. Deagle sieht nice aus auf den ersten Blick. Okay, die Deagle sieht richtig geil aus. Holy shit. Die Deagle sieht richtig... Ich bin mal gespannt, wie diese 3D-Effekte in-game rauskommen, weil du siehst hier so, wenn du vorne so von der Seite drauf guckst, sieht es schon ziemlich geil aus. Aber wenn du sie dann so bewegst, dann verschwindet dieser Effekt ein bisschen. Aber auf den ersten Blick, richtig geiler Deagle-Skin, auf jeden Fall. Hammer. MP5. Puh, Gauss. Gefällt mir jetzt persönlich nicht so, diese Farben und das, was das darstellen soll, gefällt mir nicht. P5 spiele ich eh nicht, von dem her. Okay, UMP. Ah, das ist San Francisco, so wie es aussieht. Ja, ist halt voll, finde ich, zu klein, kommt zu wenig zur Geltung irgendwie. Ist nett gemeint, glaube ich. Die Farbe ist auch schon auf jeden Fall cool mit dem Mond hinten, aber kommt, glaube ich, auf der Waffe zu schlecht in zu Geltung. Wird der Revolver wieder gepatcht? Ich weiß, wie gesagt, die Patch-Notes nicht, aber es gibt einen Revolver-Skin. Hier auch so ein bisschen so eine andere Form, aber ja gut. Sieht cool aus, aber... Feiere ich nicht so. Ork natürlich, wobei der jetzt hier wieder einen Nerf kriegt. Sieht auf jeden Fall cool aus. Es gibt einige Ork-Skins, die richtig cool aussehen, aber ich bin halt so absolut kein Ork-Spieler. Der sieht auf jeden Fall cool aus. Eine Autoshotgun als Pink, okay. Ja. Feiere ich jetzt auch nicht so. Keine Ahnung. 5-7. Ja, die ist auf jeden Fall witzig. Die ist cool. Ich weiß jetzt auch nicht, ob ich es mir holen würde. Vor allem ist es ein roter Skin. Aber sieht cool aus auf jeden Fall. Ich bin auch nicht der 5-7-Spieler. Ich bin M4. Okay, das ist natürlich interessant. Okay. Okay. Die wird wahrscheinlich auf jeden Fall relativ teuer sein. Die sieht auch richtig fett aus, muss ich sagen. Blau feiere ich eh. Der Skin ist schon richtig geschmeidig. So, und es gibt... Irgendwas hat gemunkelt, es gibt neue Knives. So, hier sind neue Knife-Patterns, also für die neuen Knives eben die dazugekommenen Pattern, was es jetzt auch noch gibt.
Rust Code feiere ich gerade eh extrem, finde ich nice. Talon hier gerade auch so, sieht schon mega fett aus auf jeden Fall. Also Damaskus ist cool. Marble Fade keine Frage. Doppler oder Sapphire oder Ruby natürlich richtig krank. Wobei ich ehrlich sagen muss, dass ich so die neuen Knives alle nicht so richtig von den Animationen her feiere. Also bei mir ist immer wichtig beim Knife, dass auch die Animation, also die Rausholanimation gut ist. Also das Talon ist mega nice von der Optik, aber mir gefällt es nicht, wie er es rausholt. Und das ist für mich halt einfach eine wichtige Sache. Ihr könnt mal gerne in die Kommentare schreiben, was da so eure Meinung ist. Die Farben und Formen und alles, keine Frage. Richtig fett. Coole Sache. Ich sag mal, Gabe schuldet mir noch einiges. So gefühlt die letzten 2 Millionen Cases habe ich nur Scheiße gezogen. Von dem her kann er jetzt mal ordentlich was springen lassen. Und dann sage ich, gehe mal zu dem weiter, was alle sehen wollen. Und zwar das Case Opening. So, wir haben hier 15 Kisten. Ihr wollt gar nicht wissen, was sie gekostet haben. Und wir ziehen jetzt hier die M4 oder ein fettes neues Knife. Deagle AWP würde ich auch noch extrem feiern, die P250. Rest muss nicht unbedingt sein. Ich würde sagen, ja, drückt die Daumen. Da muss jetzt mal richtig was springen gelassen werden. Da ist direkt das Rote vorbeigegangen. Und wir ziehen natürlich was Blaues. Star Trek wenigstens. Ich bin nachher mal gespannt, was die Skins jetzt tatsächlich noch wert sind. Also am Anfang sind die ja immer noch ein bisschen mehrwertig. Aber die sinken dann natürlich relativ schnell. Aber der Kistenpreis ist natürlich auch unnormal hoch. Danke, hier wieder. Geben. Blauer Gegenstand. Alles fliegt vorbei, was irgendwie Wert haben könnte. Und ich ziehe die blaue Scheiße. Grüße gehen raus an Geben. Komm mal wieder richtig ein bisschen Glück, man kann doch nicht so schwer sein. Bei 7 fahre ich irgendwie nicht so. Ist ganz cool, aber das sind die Skins, was du nicht aus den neuen Kisten ziehen willst zu dem Preis. Keine Chance. Komm, jetzt bleib mal bei dem stehen wenigstens. Okay, die UMP lila. Da können wir direkt mal rein recherchieren, was die wert sind. Wobei, die wird auch schon nicht mehr viel wert sein. 3,79 € Purple Skin. Ja, dann will ich bei den Blauen gar nicht danach suchen. Weil die schon wieder bestimmt im Cent-Bereich sind. Pink, es ist. Ich glaube, die haben das umgestellt, dass du das alles schön vorbeifliegt und du nur noch. Also, das siehst und dann denkst, okay, ja, komm, nächste Kiste, jetzt kommt was Fettes, aber. Zumindest mal haben wir. Von jedem Skin nach ein, von jedem blauen Skin ein, natürlich nur. Und ja. Ja, schön! Das ist richtig fett. Erstens sieht die geil aus. Einsätze erprobt, was ist die wert? Bin ich mal gespannt. Die könnten noch ein paar Euro wert sein. Aber auch schon wieder gesunken ohne Ende. 7,40 Euro, okay, ich hätte da jetzt schon wieder mehr erwartet. Aber es ist halt, ja, nur ein lila Skin. So, wenn man glaubt, so die ersten, was richtig die fetten Skins. Guck mal, da geht rot schon wieder und pink und was weiß ich alles vorbei. Und bleibt bei der blauen Scheiße stehen. Ja. Also, wenn die ersten so was richtig fette Skins dann ziehen. Holy moly. Alter, will mich der Gabe jetzt eigentlich komplett verarschen? Gut, danke für die Tag. Nein, aber die Awe wäre es vielleicht gewesen. Auch Einsatz erprobt. Aber wie sieht denn die jetzt aus, Einsatz erprobt? Okay, Optik ist nice, aber die wird auch nicht viel wert sein. Ein paar Euro höchstens. Er soll jetzt mal hier die rote Scheiße stehen lassen. Nicht immer vorbeischicken und damit zu triggern und. Ja. Danke. Haben wir schon Skin doppelt? Die MP7. Sonst tatsächlich jeden billigen Skin einmal. Worth it. Und wieder rot vorbei. Sogar die scheiß M4 will der mich komplett verarschen. Und dann. Was ist die wert? Komm. Manchmal sind so die blauen Star Trek echt noch gut was wert. 9,25. Die ist einfach mal fast so viel wert wie beide Purple zusammen. Und jetzt bring mal das Rote. Und nicht immer nur vorbeischicken. Warte, der schickt gleich noch ein Knife vorbei und lässt mich ganz kurz neben dem Knife landen wahrscheinlich. Um mich einfach hier komplett zu ficken.
die Emperor Factory New Star Trek. Könnte man mal nehmen. Oder überhaupt irgendwas Pinkes in Star Trek. Oder die UMP. Non-Stat. In Star Trek wäre die sogar teilweise, glaube ich, noch richtig was wert. Minimal Wear war die sogar und ist wenig wert. Drei Kisten noch. Gabe. Als treuer Kistenöffner kann er mal was springen lassen. Ein Diegel, ja. Selbst die freut schon nicht mehr so, weil die ja nicht mal, gerade mal nicht mal den Wert von der Kiste wieder raus hast. Zwei Kisten. Gate. Bin enttäuscht, muss ich sagen. Schön immer schön vorbeischicken, die pinke Scheiße. Okay. Letzte Kiste. Vielleicht habe ich es nur falsch rum gemacht. Ich hätte die Kiste öffnen sollen und dann den Schlüssel auswählen und nicht andersrum. Und Behälter öffnen. Vielen Dank fürs Einschalten, Gabe. Grüße gehen raus an dich für die blaue Scheiße. Ich verscherbel jetzt das Zeug und dann gucken wir, ob wir vielleicht noch ein paar hebeln. Dann sage ich, jo. Gebt auf jeden Fall einen Daumen hoch. Schreibt in die Kommentare, welche Skins euch übertrieben gefallen, ob ihr schon das ein oder andere gute Item gezogen habt. Und ja, vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Ciao.